Sogenannte Entlastungsrillen am Rehhuf hat man früher gemacht, weil man dachte, man nimmt dem Pferd somit den Druck und Schmerz. Diese Entlastungsrillen macht man schon lange nicht mehr, da die Gefahr eines sogenannten Kapseleinbruches viel zu groß ist. Ein angefertigtes Rehepolster, welches nach der Form des Hufbeines nachempfunden ist, birgt weniger Risiken und nimmt genauso gut, wenn nicht sogar besser, die Schmerzen.